Open Mind ist ein Dude, der damit Geld verdient, dass er Drogen im Internet nimmt. Naja, ganz so einfach ist das nicht. Ich möchte heute mal ein bisschen aufschlüsseln, welches unternehmerische Konzept hinter dem Projekt Open Mind steckt. Also wie genau passiert es, dass ich Geld mit Drogenvideos erhalte und wie viel Geld verdiene ich damit überhaupt? Tim und Aaron haben da ja auch schon solche Videos gemacht, die bei ihrer Community ganz gut ankamen und ich fand das auch sehr interessant, so dass ich richtig Bock bekommen habe, so eine Aufschlüsselung zu meinen Finanzen und Geschäftsideen zu machen. Bevor ihr denkt, dass ich mit hohen Einnahmen flexe, schaut das Video ganz an, denn es gibt da Wendungen. 2014 habe ich den Open Mind Kanal gegründet. Anfangs habe ich den noch nebenbei gemacht und von meinem 20.000 Euro Nextop Gewinn von meinem alten Kanal und dem Gehalt vom Kino, bei dem ich damals gearbeitet habe, gelebt. Als der Kanal ganz gut lief, habe ich direkt nach Mitteln gesucht, wie ich den monetarisieren kann, so dass ich Vollzeit davon leben kann. Da es der Gesundheit deutlich weniger schadet, wenn man Hanf verdampft, anstatt es zu rauchen, dachte ich mir, es würde Sinn machen, mit einem Verdampfershop zusammenzuarbeiten. Ein oder zwei Monate habe ich dann Placements für einen Verdampfershop gemacht, aber irgendwann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die mich einfach unterirdisch schlecht bezahlt haben. Das war zu Zeiten, als ich 30.000 Abonnenten hatte und schon durchschnittlich 50.000 Aufrufe pro Video gemacht habe. Und heute haben manche Videos davon 300.000 Aufrufe. Und dafür, dass ich deren Shop in mehreren Videos pro Monat empfohlen habe, habe ich 300 Euro bekommen. Das ist einfach nur unterirdisch schlecht. Ich kenne die Leute hinter dem Shop und will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie voll die fiesen Menschen waren, die mich ausbeuten wollten. Die hatten halt, denke ich, damals noch nicht das Budget, um mir eine passende Bezahlung zu geben oder wussten nicht, was Werbung bei mir wert ist. Weil ich aber mit diesem Deal nicht zufrieden war und keinen Verdampfershop gefunden habe, der mir einen fairen Preis gezahlt hat und ich aber der Meinung war, dass Hanfverdampfer einfach die perfekten Geräte wären, für die ich Werbung machen könnte, habe ich einfach Anfang 2015 einen eigenen Shop gegründet und zwar den Open Mind Shop. Da hatte ich auch schon meinen kompletten 20.000 Euro Next-Up-Gewinn aufgebraut und musste mir von meinen Eltern 1.000 Euro leihen, dass ich mir überhaupt die Waren für den Shop bei Großhändlern kaufen konnte. Ungefähr zu dem Zeitpunkt wurde ich dann vom Matheza, dem Kino, bei dem ich damals gearbeitet habe, gefeuert, weil ich mal eine Stunde zu spät gekommen bin. Was ich bis heute sehr schade finde, weil mir der Job echt Spaß gemacht hat. So viel, dass ich da heute noch einen Tag die Woche kostenlos arbeiten würde. Matheza, call me. Der Vorteil daran war aber, dass ich April 2015, der Monat, in dem ich gefeuert wurde, noch mehr Zeit in meinen Shop und Kanal stecken konnte, sodass ich wirklich kurz nachdem ich vom Matheza gefeuert wurde, Vollzeit von meinem Shop leben konnte. Im ersten Monat, also April 2015, habe ich noch einen Umsatz im Shop von 583 Euro gemacht, im Mai 1300, im Juni 3800, im Juli 6.422, im August schon fast 10.000 und im Dezember über 25.000 Euro. Das war wohlgemerkt der Umsatz, das heißt, da ist nicht abgezogen, was mich die Vaporizer im Einkauf gekostet haben, aber die Gewinnspanne bei einem Vapo liegt so zwischen 10-35%. In diesem Jahr hatte ich schon einen Bruttogewinn von ca. 2.600 Euro im Monat, also so ein durchschnittliches Gehalt. Wenn man das mit den 300 Euro vergleicht, die ich von dem anderen Verdampfershop damals bekommen habe, ist das schon ein krasser Unterschied. Dadurch, dass ich meinen eigenen Shop habe, kann ich auch sehr gut einschätzen, wie viel es bringt, wenn man gewisse Produkte promotet. Im März 2016 habe ich einen Umsatz von ca. 13.000 Euro gemacht und im April habe ich dann beispielsweise ein Video hochgeladen, in dem ich den FlowerMate Pro Mini vorstelle, woraufhin mein Umsatz auf 22.000 Euro stieg. Also, falls ihr Influencer zuschauen, wenn gewisse Produkte besonders gut zu eurem Kanal passen, ist es eventuell eine Überlegung wert, das selbst rauszubringen, als sich von Unternehmen bezahlen zu lassen. Die Betonung liegt hier auf passendes Produkt. Immer wenn ich beispielsweise Bücher mit Amazon Affiliate Link promote, kaufen sich das dann ca. 10 Leute, ihr Leseratten. KuchenTV hat mir übrigens im Jahr 2017 das Angebot gemacht, dass er einen Verdampfer in einem Video auf Eikuchen vorstellt, wenn ich ihm dafür einen schenke. Sein Video kam Ende September raus und mein Umsatz stieg in dem Monat zum Vormonat um 4.000 Euro. Der Deal hat sich definitiv für mich gelohnt. Danke, Tim. Das Coole war, dass ich easy von dem Shop leben konnte, obwohl ich nur einmal alle paar Monate den Shop promotet habe.
Den Shop betreibe ich übrigens komplett selbst. Häufig werden Kundenmails an den Shop eingeleitet mit "Sehr geehrtes Open Mind Team". Es gab da kein Team, ich organisiere das alles und dann gibt es dann noch meinen Programmierer, der den Shop eingerichtet hatte und sich immer darum kümmert, wenn es technische Schwierigkeiten gibt. Ein paar hundert Euro kamen dann noch immer von Amazon Affiliate und YouTube Werbeeinnahmen rein. 2017 und 2018 hatte ich mehrmals einen Umsatz von 34.000 Euro im Monat. 2018 hatte ich insgesamt Betriebseinnahmen von insgesamt 292.000 Euro und einen Betriebsgewinn von 73.000 Euro, was einem monatlichen Gehalt von 6.000 Euro brutto entspricht. Diese Zahlen habe ich übrigens direkt aus meinen Steuerunterlagen, also hier besteht keine Gefahr, dass ich hier à la Julian Bam völlig falsche Zahlen vortrage. Bei den 6.000 Euro Bruttogewinn muss man bedenken, dass man als Influencer sehr viel absetzen kann. Ich habe mir schon sehr gerne irgendwelchen technischen Schnickschnack wie einen Laptop für 3.000 Euro gekauft und trotz solcher Ausgaben kam es dann trotzdem noch zu einem Gewinn von 6.000 Euro im Monat, was aus meiner Sicht schon ordentlich viel ist. Viel ist natürlich immer relativ, die meisten anderen YouTuber, die Videos zu ihrem Gehalt machen, verdienen weit über 10.000 Euro pro Monat. Also ich denke, für einen YouTuber in meiner Größe war ich damals gehaltstechnisch sogar eher im unteren Bereich. Trotzdem waren die 6.000 Euro im Monat so viel, dass ich zu der Zeit kurzzeitig überlegt habe, mir einen Tesla zu gönnen. Später werdet ihr sehen, warum es gut war, dass ich es nicht gemacht habe. Damals hatte ich mir auch schon überlegt, ein Video zu meinen Finanzen zu machen, hatte dann aber irgendwie befürchtet, dass dann die Shop-Einnahmen so ultra drastisch runtergehen, weil Zuschauer dann denken könnten, ich kaufe lieber auf Amazon, weil der verdient ja sowieso schon genügend. Und Amazon kann das Geld sicherlich gut gebrauchen. Im Nachhinein glaube ich gar nicht mehr, dass das stimmt. Menschen sind oft gönnerhafter, als man denkt und gönnen einem trotzdem noch eher Moneten als Amazon, auch wenn man schon 6.000 Euro verdient. Unge erzählt ja auch, wie er Wohnungen für eine 500.000 Euro Cash bezahlt und trotzdem spenden die Leute ihm in jedem Stream dick Asche. Yannick hat gerade donated 1.000 Euro. PS, falls Unge dieses Video gerade in einem Stream schaut, spendet ihm jetzt ordentlich Geld, damit er unnötig lange braucht, um auf dieses Video zu reagieren. Ich krieg die Hälfte. Naja, nichtsdestotrotz kam dann das Jahr 2019, das schlimmste Jahr in meinem Leben. 2019 haben meine Ex-Freundin und ich uns getrennt und das hat mich halt psychisch einfach komplett zerstört. Da bin ich teils den ganzen Tag depressiv im Bett gelegen, habe jeden Tag geheult, hatte auch keinerlei Kreativität mehr, sodass ich da fast keine Videos rausgebracht habe, was natürlich nicht gut für mein Business ist. Es kommt hinzu, dass YouTube immer strenger wurde mit dem, was ich bewerben durfte und was nicht. In den USA gab es einige Zwischenfälle, bei denen Leute wegen elektronischen Zigaretten gestorben sind oder schwere Krankheiten erlitten haben. Und da diese auf Englisch den gleichen Namen haben wie meine Handverdampfer, ist der Löschalgorithmus hier durchgedreht und hat einige Videos mit Strikes gelöscht, weil er dachte, dass ich da solche elektronischen Zigaretten bewerbe, obwohl das eine deutlich weniger riskante Verdampfungstechnik ist. Diese gelöschten und gestrikten Verdampfervideos wurden zwar plötzlich von YouTube ohne Kommentar oder E-Mail einfach so wieder reaktiviert, aber mir ist das immer noch zu riskant, weshalb ich seit fast 2 Jahren kein detailliertes Verdampfervideo mehr gemacht habe. Und wie ihr sicher schon mitbekommen habt, kam dann auch noch die Entmonetarisierung meines Kanals zu einer Zeit, wo ich über 1.000 Euro im Monat mit YouTube-Einnahmen verdient habe. Und wenn das nicht genug wäre, habe ich ausgerechnet in dem Jahr unnötig viel Geld verliehen, einer Freundin 500 Euro und einem Kumpel über 4.000 Euro, die ich bis heute noch nicht zurückbekommen habe. Und dann habe ich dem gleichen Freund nochmal mehrere 1.000 Euro gezahlt, dass er mir eine App entwickelt und das braucht auch schon Jahre. Da ich diesem Homie schon sehr viel zu verdanken habe, geht das bei ihm eher klar als bei anderen, aber ist halt trotzdem kacke, wenn man merkt, dass einem so langsam das Geld ausgeht. Hier könnt ihr auch den Graph von meinen Shop-Umsätzen anschauen. Der fällt und fällt und der Shop ist im Grunde tot. Während ich 2018 noch meine 6.000 Euro im Monat hatte,
war mein monatliches Gehalt 2019 unter 1600 Euro brutto. Meine Ausgaben waren dann deutlich höher als meine Einnahmen, was dazu führte, dass mein Konto immer leerer und leerer wurde. Noch weit bis ins Jahr 2020 rein. Irgendwann habe ich dann angefangen, meinen Patreon zu pushen. Zu Bestzeiten habe ich da 1600 Euro bekommen, aber da springen gerade jeden Tag etliche Leute ab, weshalb es jetzt 1300 Euro sind. Dazu gibt es auch eine ganz witzige Story. Eines Tages, als ich so auf mein Bankkonto schaute, dachte ich mir, fuck, wenn das so weitergeht, bin ich bald broke. Wie kann das eigentlich sein? Ich bekomme doch allein durch Patreon über 1000 Euro im Monat. Und so viel Geld gebe ich doch gar nicht aus. Dann schaue ich so auf mein Patreon-Konto und sehe, dass, weil ich da manche Daten nicht eingetragen hatte, mir über ein Jahr nichts ausgezahlt wurde und ich da ein Guthaben von 13.000 Euro drauf hatte. Also, dickes Dank an dieser Stelle an alle Patreon-Supporter. Ich weiß nicht, was ich ohne euch getan hätte. Die meisten YouTuber könnten sich bei solchen Dürrezeiten easy durch Placements über Wasser halten, aber weil mein Kanal so werbeunfreundlich ist, waren die einzigen Placements, die ich bekommen habe, 3 oder 4 Raid Shadow Legends Placements, für die ich jeweils 2800 Euro bekommen habe, was für meine Größe verdammt wenig ist. Aber immer noch viel im Vergleich dazu, was manche Leute denken, was sie mir für so ein Placement bezahlen können. Neulich hat mich irgend so eine Firma gefragt, ob ich ihre Pfeife vorstellen kann. Und das Einzige, was sie mir dafür als Ausgleich geben wollten, war diese Kackpfeife im Wert von 80 Euro. Der Deal, mit dem ich bis heute am meisten zufrieden war, war mein Buchdeal. Nicht nur, weil die mir pauschal ein paar tausend Euro unabhängig von den Verkaufszahlen gezahlt haben, sondern weil ich dank dem Verlag auch noch dieses tolle Buch rausbringen konnte. Ich bin auf das Buch verdammt stolz und kann es euch echt empfehlen. Nicht umsonst hatte es eine 5-Sterne Amazon-Bewertung. Die letzten Monate bin ich dann langsam aber sicher zu dem Schluss gekommen, mein Geschäftsmodell komplett anders aufzuziehen. Ich wollte ein Geschäftsmodell, das auch ohne YouTube funktioniert, weil mir YouTube schon so oft einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Außerdem habe ich irgendwie immer weniger Bock auf den Shop, besonders weil ich es hasse, Kundenmails zu beantworten. Und da ich kürzlich die 1 Million Euro Umsatz, nicht Gewinn, im Shop geknackt habe, ist das, denke ich, eine schöne Zahl, um den Unternehmenshorizont zu erweitern. Fettestes Danke auch an dieser Stelle an alle, die je in meinem Shop gekauft haben. Ohne euch hätte ich diesen Kanal hier nicht so schön betreiben können. Nun eine Vorstellung von meinen neuen Einnahmequellen. Den Open Mind Shop werde ich nicht schließen, aber ich werde ihn erstmal nicht mehr krass bewerben, weshalb ich vermutlich nicht viel einnehmen werde. Dann habe ich vor kurzem ja meine Twitch-Karriere gestartet. Die läuft noch nicht ganz so gut, damit verdiene ich im Monat zurzeit an die 300 Euro. Außerdem habe ich vor kurzem einen Amazon Influencer Store aufgemacht, den ihr erreichen könnt unter amazon.de/shop/openmind3000f. Der Store ist im Grunde eine Liste mit Empfehlungen von Produkten, die man bei Amazon kaufen kann, bei der mir Amazon dann Provision gibt, wenn sich da Leute was bestellen. Das ist halt deutlich nicer wie ein einfacher Affiliate-Link, weil man da so schön stöbern kann. 700 Euro habe ich jetzt den ersten Monat mit dem Store verdient, ist ganz in Ordnung, aber irgendwie auch wenig, wenn man bedenkt, dass Amazon wegen mir 13.000 Euro Umsatz gemacht hat. Deswegen werde ich da beobachten, welche Produkte hier am meisten verkauft werden und stelle sie dann selbst bei Amazon rein, also ich steige somit ins Amazon FBA Business ein. In diesem Amazon Influencer Store befinden sich auch Merch-Kleidungsstücke von mir, denn man kann via Amazon Merch auch Kleidungsstücke auf Amazon verkaufen, Designs wie diese hier. Durch Amazon Merch bekomme ich auch nochmal extra Geld. Im ersten Monat waren das jetzt weit über 1000 Euro. Es kann natürlich sein, dass der Verdienst hier nur im Launch-Monat zu hoch war. Launch. Dann kommen wir zu meinen zwei leidenschaftlichsten Projekten. Erstens Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe dieses Jahr meine eigene Nahrungsergänzungsmittelmarke Open Mind mit 2 Geschäftspartnern gestartet. Nach und nach will ich da wirklich alle Nahrungsergänzungsmittel im Angebot haben, von Vitamin B12 bis hin zu Eiweiß. Der Launch von meinem ersten Nahrungsergänzungsmittel-Stack zur Leistungssteigerung Limitless war auch mega erfolgreich und in unter 24 Stunden war alles komplett ausverkauft. Viele fragen da immer, wann Nachschub kommt, und die Antwort hierauf
In 2 Wochen sollte es Nachschub geben, aber ihr könnt ab heute vorbestellen, sogar in 2 unterschiedlichen Größen. Beeilt euch, wenn ihr was von der nächsten Ladung haben wollt, und bestellt auf limitless.kaufen. Wir haben die Formel leicht geändert, aber die Effekte sollten ziemlich gleich sein. Finanziell konnte ich von dem ersten Limitless-Verkauf jetzt nicht so viel mitnehmen, weil das meiste vom Gewinn in neue Produkte gesteckt wurde. Und kommen wir nun zu meinem leidenschaftlichsten Projekt. Ich habe letztes Jahr ein gewisses Produkt gekauft und dachte mir so, boah, das Produkt ist ja voll der Müll. Mir sind so direkt etliche Sachen aufgefallen, wie man das Produkt geiler machen könnte, und dann habe ich so geschaut, ob irgendwer dieses Produkt besser macht. Aber nein, es war eine absolute Marktlücke. Also zack, habe ich den noch quasi letzten signifikanten Batzen genommen, den ich noch von der Hochzeit meines Shops gespart hatte, und habe einer Firma einen 5-stelligen Betrag gezahlt, dass sie mir dieses Produkt produzieren. Das Geile an dem Produkt ist auch, dass das ein Produkt ist, das einfach alle Leute feiern. Jeder, dem ich es gezeigt habe, wollte eins haben. Das ist ein Produkt, bei dem ich weiß, dass es sich gut verkaufen würde, selbst wenn ich den Kanal nicht hätte. Ich will noch nicht genau verraten, was es ist, weil die meisten Geräte erst nächste Woche geliefert werden. Abonniert, falls ihr da das Vorstellungsvideo nicht verpassen wollt. Die letzten Monate war mein Bruttogewinn bei durchschnittlich 2000 Euro im Monat, aber ich gehe davon aus, dass ich mit diesen Strategien meine alten Höchstleistungen übertrumpfen werde. Als letzter Punkt Aktien. Ich lege jeden Monat ein paar hundert Euro in Aktien an, beziehungsweise nicht in Aktien direkt, sondern in ETFs. Das sind sozusagen Aktienpakete, beispielsweise im MSCI World ETF sind die 1600 stärksten Unternehmen weltweit drin. Der Vorteil von solchen ETFs im Vergleich zu Aktien ist, dass man da eine sehr schöne Risikostreuung hat und man sich da relativ sicher sein kann, dass man Plus macht, wenn man den ETF länger als 10 Jahre hält. Wenn ihr monatlich immer ein bisschen Geld übrig habt, würde ich es auf keinen Fall einfach auf dem Konto durch Inflation verbrennen lassen, sondern investieren. Schreibt es in die Kommentare, wenn ich als Drogenkanal ein Infovideo dazu machen sollte, warum ich der Meinung bin, dass man sein Geld in ETFs investieren sollte. Ich habe viele Kanäle abonniert, die sich mit Aktien und Wirtschaft im Allgemeinen befassen, und würde schon sagen, dass ich da in den Basics sehr fit bin, weil ich das als Thema mega spannend finde. Ich bin mit meiner Bilanz ganz zufrieden, obwohl es im Vergleich zu anderen YouTubern meiner Größe eher wenig ist. Ich muss sagen, dass mir dieses ganze Unternehmerische mega Spaß macht, also zu überlegen, wie man sein Einkommen optimiert und sich irgendwelche Geschäftsideen auszudenken. Ich feiere es zwar sehr, wenn ich viel Geld verdiene, aber bin an sich jetzt nicht sonderlich materialistisch. Ich lebe relativ bescheiden in einer 55 Quadratmeter Wohnung. Ich habe kein Auto. Das Einzige, wofür ich neben den normalen Lebenskosten Geld ausgebe, ist technischer Nerd-Schnickschnack wie neue Handys, Kameras, elektrische Fahrzeuge oder VR-Brillen. Die einzigen Luxusgüter, die ich anstrebe, sind ein Tesla und ein Whirlpool und vielleicht einen größeren Space zum Wohnen, damit ich mit meiner VR-Brille nicht ständig gegen Sachen schlage. Wie sieht das Ganze bei euch aus? Wie viel verdient ihr? Womit verdient ihr euer Geld? Legt ihr was in Aktien an? Würdet ihr euren Job mit meinem tauschen? Wenn ihr mich supporten wollt, habe ich ja in dem Video genügend Mittel aufgezählt, wie ich an Geld komme. Abonniert diesen Kabal. Peace!